Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute gibt's zum ersten Mal Rivals Rewards. Auf dem Main Account seht ihr hier, wir sind Division 3, haben Rang 1 geholt natürlich. Auf dem Second Account, auf dem RTG Account sind wir Division 4, Rang 1. Wir gucken mal, was wir für Rewards bekommen. Auf dem Main Account bekommen wir einmal 35 Spieler Pack. Untrade, 40k, 75 mal, also 15 Spieler-Pack, ein Inform, Untrade, zweimal ein Pick, 84 plus und ein Mega-Pack. Geil. Also Rivals, völlig OP. Seht zu, dass ihr immer eure Rang 1 Rewards holt, also dass ihr 45 Punkte da sammelt. Keine Ahnung, wie es genau geht. Also, Pick Number 1, wir machen R3-Pick. Bushanan, als zweiten Baltimore, oh nee, oder? Frauenpack? Gabriel? Okay. Das glaube ich, kostet doch glaube ich auch nichts. Und das ist eh Untrade, oder? Oh, lang. Oha. Kostet der was? Also ist das tradable? Ich glaube, das ist sogar tradable, oder? Trade? Cool. Was kostet der Brie? Schon mal stabil. Nicht wundern, ich bin ein bisschen crank an die YouTube-Leute. Boom. Bereits im Besitz, zwei Stück. Vini Mbappé. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Ach. Ich hatte gerade so Hoffnung. Ja, wir nehmen Rice einfach, oder? Hemd kostet bestimmt nichts. Wir nehmen Rice, oder? Warte mal, wie sieht denn gerade mein Team aus? Auf was hoffe ich denn gerade? Ich brauche mein Team für die WL. Ach, ich will Torwart holen. Ich will mir Courtois holen oder so. Courtois oder Van der Sar will ich mir holen. Ein Coin Pack? Ich habe das irgendwie nicht. Achso, doch, bei dem kommt bestimmt, oder? Lol. Was ist da drin? Du siehst dieses Pack, da du mindestens 3 Tagen abgerufen hast. Enthält ein seltenes Goldpro. Da ist ein Spieler drin? Digga, wer ist das? Gönn du sie. Ich dachte kurz, Alter. Was ist das? Doch, so ist Gönn du sie. Ich dachte auch kurz rollet, ne? Ich schwöre. Okay, das Pack war doch Arsch, Digga. Ich dachte so irgendwas Cooles. So, weiter geht's hier. So, 50 plus Pack. Das wird mal wieder nichts. Mach mal Sound an, warte mal. Wette ist, ob wir 3 Walker ziehen, ne? 50 plus, das ist jetzt nicht von Rivals Rewards, sondern einfach von Aufgaben oder so, aber das Pack ist ziehbar, deswegen. Ja, la, her damit. Oh, Walkout! Aber eine Frau war das, glaube ich. LM. Nö. Catch mich nicht. Nee, Chicago. Ich komme nicht drauf. Swanson. Die kostet was, oder? Hat die nicht 4-5 oder so? Ja. Ist es tradable? Ach man, ist Untrade, scheiße. Und sie ist ein bisschen bad. Schade. Die auf dem zweiten Account zum Beispiel, super. Hier freue ich mich halt über gefühlt nichts, weil mir nichts was bringt, so. Außer jemand kostet 50k. Guck, meine Wette wäre gewesen, 50k plus Spieler. Ob wir entziehen. Ich sag, wird schwer. Walkout, es ist Benzema oder so. Van Dijk, och, ja, ta. Nein. Es ist Rüdiger! Es ist Rüdiger! Und da sind wir durch. Mit der 50k plus Wette. Alter, in dem Pack? Aber er ist Untrade, ne? Bitte ist er nicht Untrade, bitte ist er nicht Untrade. Nein, Untrade, Digga. Was soll ich mit ihm? Alle Packs sehen hier. In Form Walk. Ach, ich kein Walkout, schade. Jonathan David? Die ist gut, die Karte. Er hat 4-5. Er hat 4-5. Wie kostet der? Ach, das war mein Inform Pack. Ist auch Untrade? Ach, Mann, Digga. Piss dich. Es wäre eh nur Eder Militaro, nicht mal ihn würde spielen. So, würde ich es bringen. Okay, jetzt kommen die guten Packs. Mega Pack. Walkout. Digga, was ist hier los? IV? Frankreich? Nee, es ist Renard. Arm. Oh nein, Renard, du Hund. Einfach full Frankreich-Dings. Ist das tradable? Das ist natürlich tradable. Ach, oh mein Gott. Aber yalla. Oh mein Gott, was ist das? Kein Workout? Es ist RTK. TTM. Alter Junge, mich hat's gerade aus dem Sitz gerissen. Bruder, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wer bist du? André? Der Hund? Ey, wie geil sah das aus? Setz dich wieder hin, ich schwöre, aber ganz schnell. Alter, wie geil sah das aus? Okay, und das nächste ist jetzt Untrade, ne? Muss Walkout. Keine Special Card. Walkout. Eine Frau. RF. Es ist James oder Hemp oder Meat oder Reiten oder so. Oder Kelly oder so.
Meat, glaube ich. Und kein Doppel-Walkout. I show Meat untrade. Warte mal, irgendwas cooles untrade. Poshi. Nee. Bitte. Ja, das war's von dem Account. Ich muss jetzt noch mein Team upgraden, Chat. Aber wichtig werden die Rewards. Hier juckt mich eh nicht. Hier, mir scheißegal. Wichtig ist, was wir drüben ziehen. Auch Untrades und so. Wir müssen unser Team dann bauen danach. So, wir sind auf dem RTG-Account, Chat. Oh, 30k. Ich hab die gerade schon gesehen, wie die oben raufgeflattert sind. Division 4, Bonus-Upgrade. Ganz wichtig, dass ihr das macht. 30k Münzen, das ist schon so, so big für diesen Account, für den RTG-Account. Der lebt seit 2 Tagen und es sieht schon super aus. Dann haben wir ein 100k Pack Untrade-mäßig. Haben wir 15 Spieler, also so, ja, so 60k Pack theoretisch. Tradable, ein Megapack Tradable, ein Inform Untrade und ein Pick 84+. Haben wir in der Division 4. Mein Team aktuell, ich habe 50.000, Bruder. Chat, ich habe euch gesagt, ich brauche kein Geld. Also, falls ihr fragt, warum oben FIFA-Points sind, die FIFA-Points sind oben, weil es die, keine Ahnung, diese Version ist, wo man FIFA-Points bekommt. Aber ich habe die nicht aufgeladen und ich werde sie auch nicht benutzen, weil man die nicht braucht. Ich habe diese Hero, das Hero-Pack hatte ich auch auf dem Account. Okay, das ist OP. Aber selbst ohne, hier, ich könnte auch damit easy spielen. So, ich bin damit durchgerusht in Rivals. Und das Team hatte ich nach Real Talk, nach einer Stunde Spielen, hatte ich so ein Team. Eins von 84+ Spielern, Hardlan. Ich mach ein 3. Neuer? Freue ich mich über Neuer? Weiß ich noch nicht. Warum hat Neuer nicht rausstürmt, Trade, Digga? Ohne Sinn. Okay, Neuer. Schau mal, okay. Olmo, Arsch. Madison, Arsch. Pop, Arsch. Scheiße. Okay. Nehmen wir Neuer für Torwart, einfach Stamm. Ja, ich habe gerade Zetterer am Tor. Oder wir nehmen Pop für Rating für SBCs. Ich nehme Neuer. Den kann ich auch spielen. Ah, ich kann die verkaufen. Ach, fuck, Digga. Scheiße. Mit Liebe. Oh mein Gott. Übertrieben geil. 3, 2, 1. Auf geht's. Inform, bitte. Walkout. Es ist eine Frau. Es ist... Wow, 88. Wer ist die nochmal? Pujok, Pajor. Die ist gut, oder? Aber sie hat, glaube ich, 3-3. 90k? Es ist untrade. Fuck. Ich war gerade voll drin, was ich mit dem Spieler hole. Völlig Arsch. Casemiro. Megapack. Ist auch nochmal tradable. Nichts. Perfekt. Was ist das? Kuretzka. Kuretzka kostet aber 1-2k. Das war mein teuerster Spieler bis jetzt hier. Kuretzka, nice. Immerhin. Mo. 80er Spieler, bitte. Gut. Okay, Untrade Pack, Chat. Untrade, das letzte Pack von den Rewards dieses Jahr. Und wir haben 80k. Super. Ich habe doch predicted, wir werden 80k ungefähr haben. Untrade, vielleicht irgendein Spieler, den man spielen kann. So ein Kamavinga, Tchouaméni, sowas. Auf geht's. Walkout. Oh mein Gott. Masraoui? Was ist das? Hakimi, achso. Ja. Digga, wie lange habe ich gerade geleckt mit Hakimi? Leider nichts für SBCs. Vielleicht wird es dann doch die PSG-Abwehr.